willkommen zum Formel 1 von dem Rennsport, des rennsportigen Rennsports von dieses Jahr 2017. Ah, Mitarbeiter Camillo. Moin. Mann, hast du dir gerade einen abgekrebst, ey. Ja, willkommen, da. Und jetzt sind wir hier beim Qualify. Was sagt denn die Zuckerfee? Ey, die Wetterfee. Die Wetterfee sagt Sonnenschein. Alles bereit. Okay, dann fahren wir raus. Daniel ist gerade unterwegs, hab ich gesehen. Einer von 20. Ah, und wir sind dann zwei von 20. Das ist schön. Ja, und ich habe gerade so ein Glück, dass bevor mir so voll ist, Sauerei. Okay, Boxengasse. Oh, hinter mir fährt ein Silberpfeil raus. What the hell? Die fahren aber ziemlich früh raus jetzt. Das kennt man so aber noch nicht wohl. Okay, nee, eigentlich nicht. Ja gut, aber die haben ja auch nur 10 Minuten. Die müssen ja auch machen. Obwohl, es sieht eigentlich nicht nach Regen aus, ne? So. Nee, überhaupt nicht. Deswegen bin ich echt mal gespannt, ey. Vielleicht haben wir ja Glück und es fisselt nur ein bisschen. Jetzt habe ich hier den Alonso vor mir. Ah, das passt mir gar nicht. Und er bremst dich aus, gell? Naja, noch nicht, aber ich versuche den innerhalb dieser Runde zu cashen. Und schon erledigt. Eine Strecke, wo man richtig Pin geben kann. Oh, die Sonne steht tief. Yes, jetzt habe ich Freibahn. Strecke, wo man richtig pingeben kann und dann hast du Regen, Alter. Das ist doch eine Logik, ey. Ja, wird geil. Oh, oh, oh. Dein Freund Schenkel hat etwas abbekommen. Chef, sei ruhig. Oh, hast du dir was angefahren? Ach, das soll mich nicht aus und aufhören, mir die Ohren voll zu sülzen, ey. Meine Stimme ist ja abartig geil, aber irgendwann reicht's mal. Hat er nicht gesagt. Mein kleiner Schmuggelloch. So, hier lang, da lang. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Oh, da ist gerade. Ah, der Hülkenberger ist gerade rausgefahren. Jetzt zählt's. Jetzt zählt's, jawohl. Ui, ui, ui. Gerade angespannt, ey. Bloß keinen Fehler machen. Stroll gibt Gas. Nein, nicht drehen! Ach du Hurensau! Ach du beschissene Karre, Alter! Mann! Du Nutte, komm schon! Ah, du Hahn ohne Eier! Ja, hast ja noch Zeit. Gott sei Dank. Boxenstopp. Ja, ich stell mal das Ding auf Mager ein, damit ich da jetzt da noch was rausholen kann. Ich weiß ja nicht, wenn deine Karre noch heile ist, brauchst du ja nicht rein. Hier ist nun gerade das. Oh. Ich habe auch Mager gestellt, damit ich hier da nochmal eine Runde fahren kann, falls das gerade da nochmal so ein Ding drin habe. Hoffen wir mal, dass die dich jetzt vor dir nicht da, die zwei nicht be. Hätte ich da diesen Scheißdreher, du, ich könnte kotzen, Alter. War sehr geil unterwegs. Okay. Ja, mein Tank ist fast leer, weiß ich. Komm ja schon rein. Ach, hinter Hamilton und Tschatschatschatscha. Mal Hamilton vorbeizimmern hier. Ja, dieser Kiat, da kommt in der Kurve auch nicht rum, ey. Ja. Der auch Danny Quer, der hat ein Problem. Dieses blöde Arschloch. Eierlappen. Oh, mehr können wir nicht machen. Außer dem Virus die Daumen drücken. Nice, Virus ist zweiter. Yeah. So wie ich das sehe. Yep.
Holla. Da hat's mich aber jetzt 700, Alter, nein. Da hat's dich wie eine Schlange weggeschlängelt, du. Oh, scheiße, Mann. Eine Minute. Ah. Oh. Denk dran, fahr nicht zu viele Runden mit dem Reifen, mit dem musst du gleich noch ins Rennen. Wie viel kann ich denn jetzt noch? Okay, da ist also, ich komme nicht mehr ins Ziel. 4, 3, 2, ab in die Box. Das Benzin ist alle. Scheiße, da ging nichts mehr. 1, 15, 8, 4, 7. Jo, reicht doch auch. Hauptsache vor den anderen. Aber der Hamilton hat auch diesmal eine gute Zeit gefahren mit 1,16. Wow! Training war 1,18. Gut, da haben sie sich nicht wirklich so. Da ging ja auf nichts, ne? Ah, mich ärgert, dass ich nicht 1,13 gefahren bin. Diese Millisekündes da, Minimum. Ja, diese Strecke, merkt man, die liegt uns irgendwie, ne? Die hat was. Die ist nicht so wie die. Ja, die kann man gut fahren. Strecke da. Ja. So, mal gucken, wer fährt denn noch? Ja, so, wenn ich jetzt mal auf meine Dings hier. Gucken wir mal dem Holländer zu. Ich kann doch nichts machen, ich muss immer noch warten, bis das jetzt endlich mal die Prozedur fertig ist hier. So, nach 30 Jahren, danke. 14, 35, 15, 8, 4, 70, also auch kurz vor der 1,14, das ist doch mal nicht schlecht. Yes! Valtteri Bottas ist auch 1,17, 18, das haben viele haben 1,18, mal gucken, wie es weitergeht. Okay, der Ricardo, Grosjean, Eriks und Palmer, die haben noch keine Zeit. Verstappen und Sainz auch nicht. Ja. Bin mal gespannt, wo die sich einplatzieren. Na, ich auch. Ich gucke gerade den Verstappen zu. Mal gucken, was der hier gerade macht. Und da habe ich den Max. Max muss denn sein Ricardo. Da ist er. Jetzt mal zu. Platzierung 6. Aha. Ja, Platzierung 6 insgesamt, ne? Gott, die werden da aber echt lahm. So, was haben wir denn? Aber die 90-Grad-Kurve kriegen die super. Beziehungsweise 180-Grad-Kurve, Entschuldigung. So, der Verstappen, der ist jetzt auf der zweiten Gerade vom Ziel. Spannend, wenn der gleich durchfährt, was für eine Zeit er sich schmeißt. Ich auch. Oh, die Kurve hat er gut gekriegt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der wird wahrscheinlich so Vierter, Fünfter irgendwie so in der Kante. Oh, müsste aber langsam durch sein. Jawohl. Fünfter. Na, mal gucken, wen haben wir denn noch? Ricardo, mal gucken, was macht denn Danny? Oh, die sind beide 1,17. Alter, das geht aber nur um Zehntel. Max Verstappen hat 1,17, 815 und Ricardo 1,17, 823. Also, Jo, und der Sainz, der ist auf Position 10 mit dem Toro Rosso, das ist auch nicht schlecht, du. Mal gucken, ob er noch sich verbessern kann. Oh, der Hülkenberger steckt. Hülkenberger ist auf 11. Oh, Hülkenberg kann ich gar nicht zuschauen, warum auch immer. Okay. Er ist wahrscheinlich schon in der Boxengasse. Gucken, was der Palmer macht hier. Zehn schnellster ist der Grosjean. Ja. Freie Strecke, 25, okay. Also viele sind nicht draußen. Krasses Pferd, ey. Da haben auch alle, glaube ich, jetzt eine Zeit gefahren, oder? Ja. Ich fahr gerade raus. Ich wollte noch eine Runde fahren. Scheiße. What? Oh. Jetzt habe ich hinter mir Silberpfeil und vor mir habe ich so ein lilanes Etwas. Jetzt haut er sich wieder die Reifen kaputt. Nee, Virus. Na gut, wenn es regnet, brauchst du auf die Reifen sowieso nicht mehr zu achten. Ey. Aber mal gucken. Erstmal mal gucken hier, wenn ich doch gerade mal schon mal hier sitze. Ja, es wird Regen angesagt. Die ersten 20 Minuten danach nicht mehr. Naja, bin mal gespannt.
Mann, ist die Strecke voll. 14 von 20 Autos. Ja, da gucken wir auch mal den Virus zu. Oh, oh, oh. Knappes Ding. Oh, ist die Strecke voll. Ja, da sieht man den Kraftunterschied zwischen Sauber und Ferrari. Obwohl, so gut kommst du nicht an dem vorbei, lol. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt beim Anbremsen und, oh, letzte Rille, ja, sehr, oh. Ja, Verwarnung, aber das geht noch. Dann habe ich den wenigstens jetzt hinter mir. Alter, und der Mercedes hinter dir, der hat den sich auch ideal gecasht. Oh, jetzt hast du einen McLaren vor dir. Oh, und die war das knapp. Allerdings, die Schweißbrecher schon unter den Fingernägeln, ey. Also, das war gerade schon letzte Rille. Ich liebe diesen Übertragungsdings. Oh, ist zu Ende, alles klar. Ach, jetzt habe ich wieder diesen Bug, dass ich beim Zuschauen schwarzes Bild habe. Naja, alles klar. ETF, okay. Ich kann dir leider nicht mehr zuschauen. Keine Ahnung, was das jedes Mal ist. So, jetzt bin ich auch im Ziel. Und, weiß nicht, zweiter Platzierung, klar, von vorhin. Aber leider wurde mir nicht angezeigt, ob ich jetzt nochmal in der Zeit nochmal verbessert habe. Aber das können wir bestimmt jetzt leider mal irgendwie sehen. Ach ja, so, meine lieben Freunde, da gucken wir doch mal kurz durch. Ah, schade, 1:15.772. Ferrari vor Mercedes, vor Red Bull und vor Force India. Lol, guck dir mal die Dings an. Zweimal Ferrari, zweimal Mercedes, zweimal Red Bull und zweimal Force India. Yo, Alter, echt tatsächlich. Alter, geil. Krass, geil. Das ist schon heavy. Ja, ich würde sagen, das reicht. Lass uns zum Rennen übergehen. Jo, wir sehen uns an dem Rennen wieder. Wenn es dann heißt Regen, wir kommen, wenn wir Pech haben, ne? Ja, wir kommen. Bande, hallo, Spoiler, tschüss, Reifen, Arsch. Naja, das war's. Ich würde sagen, bis nächsten Renntag. Euer Virus, euer Camillo. Macht's gut, ciao. Mit V.